Ob Sie ein aufstrebender Psychologe sind oder einfach nur neugierig, was Sie und alle Ihre Mitmenschen antreibt, Sie werden ständig von Ihrem Drang, mehr zu lernen, inspiriert. Aber selbst mit dieser unermüdlichen Leidenschaft, Dinge herauszufinden, bleibt das menschliche Gehirn und seine Funktionsweise das verlockende Rätsel, das noch weitgehend ungelöst ist, zu Ehren unserer erstaunlichen Gehirne und wie viel wir noch über sie lernen müssen. Psychit AGO hat eine Liste mit 10 seltsamen Phänomenen des Geistes zusammengestellt, um Ihre Neugierde wachzuhalten. Nummer 1. Déjà-vu. Déjà-vu bedeutet, schon gesehen und ist wahrscheinlich das bekannteste der seltsamen Phänomene. Wenn Sie sich jemals so gefühlt haben, als ob Sie denselben Moment zweimal erlebt hätten, haben Sie das wahrscheinlich schon einmal erlebt. Dieses unheimliche Gefühl nennt man Déjà-vu. Nummer 2. Déjà-vu. Dieses seltsame Phänomen wird oft mit Déjà-vu verwechselt, ist aber eigentlich eher dessen größeres, lebendigeres Geschwisterchen. Zusätzlich zu dem unheimlichen Gefühl, einen Moment zu wiederholen, erkennen Sie auch bestimmte Geräusche und Gerüche und erleben vielleicht sogar Vorahnungsfähigkeiten und haben eine starke Ahnung davon, was als nächstes passieren wird. Nummer 3. Déjà. Ein Fest für jede Reise. Duffs in unserer Mitte, vielleicht haben Sie dieses seltsame Phänomen erlebt. Déjà. Ein Fest wird geografisch ausgelöst und beschreibt das Gefühl der Vertrautheit mit einem Ort, an dem Sie noch nie zuvor waren, wie die Fähigkeit, sich in einer neuen Stadt zurechtzufinden, die Sie besuchen, ohne auf eine Karte schauen zu müssen. Nummer 4. Déjà. Essentie. Dieses seltsame Phänomen ist wie ein emotionales Déjà-vu, das Gefühl, als ob Sie etwas schon einmal gefühlt hätten, aber es ist sehr flüchtig. Sie haben vielleicht das Gefühl, gerade laut gesprochen zu haben, nur um dann festzustellen, dass Sie es nicht getan haben, oder Sie erinnern sich an etwas, das Sie längst vergessen haben, nur um die Erinnerung ein paar Minuten später verschwinden zu lassen. Nummer 5. Bei der JAMA-Stimme. In der heutigen hektischen Johnny-Fu-Welt ist es leicht, hier und da Dinge zu vergessen, während wir unsere Teller hoch aufladen. Mit all unseren täglichen Aktivitäten und Verantwortungen. Aber stellen Sie sich vor, Sie könnten sich nicht an eine vertraute Situation erinnern, Punkt, von der Sie wissen, dass Sie definitiv schon einmal in ihr waren. Vielleicht haben Sie ein Wort so oft wiederholt, dass es nicht mehr wie ein Wort klingt. Das ist Johnny Fu Nummer 6. Presque vu, wahrscheinlich das Unbefriedigendste. Eines der Phänomene presque vu ist das Gefühl, kurz vor einem Durchbruch oder einer Erleuchtung zu stehen, nur dass nichts passiert. Das passiert wahrscheinlich, wenn Sie an einem großen Problem gearbeitet haben und denken, Sie haben die Antwort, aber es stellt sich tatsächlich als presque vu heraus und nichts kommt dabei heraus. Nummer 7. Insbesondere die Liste Jerry A. Überlasse es. Die Franzosen haben einige schöne Namen für. Für solche seltsamen Phänomene ist dieses keine Ausnahme, wörtlich übersetzt dies. Phänomen ist die Treppe zum Witz und ist der Fluch der Existenz von Bill Goldlack und jüngste Geschwister. Unter uns ist es das nur allzu bekannte Gefühl des Triumphs, gefolgt von Bedauern, wenn uns das perfekte Comeback einfällt, aber erst nachdem der Moment vorüber ist. Nummer 8. Katzenknurrwahn wird oft von denen von uns erlebt, die möglicherweise mit Schizophrenie kämpfen. Die Katze. Der Katzenknurrwahn tritt auf, wenn eine Person glaubt, dass ihre Freunde und Angehörigen durch identische Betrüger ersetzt wurden, während dieses seltsame Phänomen klingt wie etwas, das direkt aus einem Science-Fiction-Film stammt, ist aber in Wirklichkeit sehr real. Nummer 9 für den Goliwan, der nicht existiert. Goliwan verwechselt mit der Handlung der Bestseller-Buchreihe und der Fernsehserie eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Dieses seltsame Phänomen tritt auf, wenn eine Person glaubt, dass viele verschiedene Personen in Wirklichkeit eine Person in vielen Verkleidungen sind, die geschickt wurde, um sie zu verfolgen und zu quälen. Anders als in der Geschichte der Baudelaire-Kinder und des hinterhältigen Grafen Olaf. Diese allzu reale Wahnvorstellung wird genährt und verstärkt, und die Person, die sie erlebt, ist anfällig für Anfälle von Paranoia Nummer 10, Prosopagnosie, und nicht zuletzt ist dieses Phänomen möglicherweise das umwerfendste auf unseren Listen. Große Übelkeit ist das Phänomen, dass eine Person Gesichter von Menschen, die sie kennt, oder Gegenstände, die sie vertraut, nicht erkennen kann. Eine der berühmtesten
Bücher zu diesem Thema beschreiben die Erfahrungen eines Mannes mit Prosopagnosie, der seine Frau nicht erkennen kann. Der Titel des Buches lautet »Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte«. Haben Sie schon einmal eines dieser seltsamen Phänomene erlebt? Wären Sie daran interessiert, tiefer in Fallstudien und Forschungen einzutauchen, die zu einem dieser Phänomene durchgeführt wurden, würde gerne Ihre Gedanken dazu hören. Bitte hinterlassen Sie unbedingt einen Kommentar.